Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing der Glossy Box Special Edition Barbour Box für dich. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu schauen, was da drin ist, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, und ich verlose eine Box an einen von euch. Also ich habe 2 bestellt. Das ist ja so eine limitierte Sonderedition, Schlag mich tot, war auch angekündigt, habe ich auf Instagram auch auf jeden Fall in meiner Story geteilt, das ist auf jeden Fall, kauft euch die und so weiter, ne? Weil die soll einen Warenwert von 110 Euro haben und wir Glossies, also die quasi die Glossy Box im Abo haben, haben die Glossy Box Barbour Edition für 35 Euro bekommen, also das ist schon mal ein richtig guter Deal, den du da machst. Ja, ich bin gespannt, was drin ist. Du auch? Komm, wir gucken mal rein. Und wenn du kein Video mehr von mir verpassen willst, dann klick doch mal da unten auf den Abo-Button. Das wäre auch voll cool von dir. Würde ich mich im Übrigen auch echt drüber freuen. Ja, jetzt haben wir hier einmal die Abo-Box. Yay! Die sieht voll cool aus. Echt. Ja, erstmal ist hier oben drauf so ein Behandlungsgutschein über 10 Euro, wenn man sich irgendwo behandeln lässt. Keine Ahnung. Achso, bei allen teilnehmenden Barbour Kosmetikinstituten und Spas. Genau. Gucken wir mal. Gilt übrigens in Deutschland und in Österreich. Jo, schauen wir mal. Hier haben wir die Box. Beauty is the journey. Also die Schönheit ist die Reise. Empowerment. The destination. Empowerment? Okay. Mhm. Verstärke die Ankunft? Auch interessant, oder? Ja, ne? Reingucken. Schön mit Blättern und so, ne? Gefällt mir auch richtig gut vom Design hier der Box. Und hier haben wir die Box mit dem Heft, wo drin steht, was drin ist. Und den Preisen, die ich euch natürlich auch einblende. Das Seidenpapier ist wirklich schön. Das ist in diesem Blattdesign auch. Also das gefällt mir auch richtig gut. Ich bin ein bisschen aufgeregt, Entschuldigung. Und ja, wir hatten ja schon mal eine Barbour-Box, glaube ich. Ja, hatten wir, ne? Ja, hatten wir. Genau, beim Glossy Box Adventskalender war das nämlich. Die hat mir auch übrigens sehr gut gefallen. Barbour ist einfach eine schöne Pflegemarke, die auch von den Amerikanern in letzter Zeit sehr gehypt wird. Und ja, dann schauen wir uns das mal etwas genauer an. Können wir kurz mal festhalten, dass ich den Klebe gelöst habe, ohne das komplette wunderschöne Seidenpapier zu zerreißen. Ich genieße den Moment. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Produkt Nummer 1 von Dr. Barbour. Es ist alles von Dr. Barbour, liebe Claudi. Lifting Cellular Collagen Booster Cream. Ja. Das macht dir die Haut schön glatt, denke ich mal. Gesichtspflegecreme mit einem multiaktiven Hyaluronsäurekomplex und marinem Kollagen. Ergebnis: ein sichtbar geglätteter und jugendlich wirkender Teint. Mhm. Reingucken. Präzisionsformel made in Germany. Oh, ich finde auch Leute, diese Verpackungsdesigns so wunderschön, ne? Das ist Milchglas, da hast du drin ganze 15 Milliliter. Ich glaube, so viel ist auch in meiner Augencreme drin. Und die kriegst du nicht auf, ne? So. Die ist noch hier verschlossen, das ist ein bisschen doof. Mache ich die jetzt auf? Ja, komm. Was soll's? Dann benutze ich die demnächst mal. Zeitnah. 12 Monate ist die nämlich nur haltbar. Das ist jetzt mit meinen... Genau. So. Oh, richtig gut. Also richtig schön milchig. Oi. Cremig. Ich vorsichtig rein. Ui, ui, ui. Die riecht gut. Und die fühlt sich ganz sanft an. Okay. Schön. Ja. Das kann was werden, Leute. Das, ja. Hm, oh, die riecht so ein bisschen so sanft. Wisst ihr, was ich meine? Wie so Babycreme, die man auch so hat. Das ist dieses ganz, diese leichte Formel. Du hast ja nichts Säuerliches oder so mit dabei. Das ist ganz, auch von der Textur her jetzt so an den Fingern, das ist so samtig. Oh, das kann ich mir echt wundervoll auf dem Gesicht vorstellen. Richtig toll. Schönes Produkt, doch. Und wenn das dann auch wirklich dabei hilft, die Falten zu reduzieren, beziehungsweise die Falten gar nicht erst kommen zu lassen oder wie auch immer. Oh, das fühlt sich gerade so schön an. Mega toll. Doch. Schönes Produkt. Gefällt mir richtig gut.
Als nächstes haben wir eine Spa-Shaping-Peeling-Creme. Ein Körperpeeling ist es dann wahrscheinlich einfach, ne? In dieser Peeling-Creme stecken jede Menge Benefits für deinen Body. Seine Peelkörper aus Cranberries und Zellulose, das ist doch Papier, oder? Entfernen überschüssige Hautschüppchen und sorgen so für ein verfeinertes Hautbild. Zudem werden Spannkraft sowie Elastizität deiner Haut optimal gefördert. Dafür zuständig der Barbour-exklusive Elsbeer-Stammzellenextrakt. Mhm. Sowie ein pflanzlicher Shaping-Komplex mit Artischocke für ein straffes und pralles Hautbild. Habe ich hier mal frech nachgelesen, weil hier hinten steht nichts drauf. Das finde ich gut. Mein Körperpeeling wird jetzt am Freitag auch leer gehen. Und dann mache ich das mal hier so ein bisschen oben mal drauf. Kann ich das direkt benutzen? Das ist ein weißes Produkt. Und es hat wirklich schöne Peeling-Körner. Ne, also die sind nicht zu groß, nicht zu klein und auch optimal von der Menge her verteilt. Also das fühlt sich schon mal schön an. Riecht auch angenehm. Leicht fruchtig, also diesen Artischocke-Geruch, würde ich sagen, hast du da drin. Also das riecht schon mal sehr nice. So, das ist übrigens der Zeitpunkt, wenn ich mal so ein Kosmetiktuch benutze. Weil, ne, wenn ich so ein Peeling hier auf meiner Hand swatche, du weißt, was ich meine. Dann kann das ja nicht einziehen. Das muss ja irgendwie weg. Und der Wasserhahn ist so weit weg, Leute. Ich möchte euch jetzt auch nicht alleine lassen hier. Und das soll auch noch gleichzeitig Shaping machen. Also, dass du quasi nicht nur diesen Peeling-Effekt hast, sondern dass du gleichzeitig, dann auch noch, in Shape bist. Ich weiß es nicht. Cool. Ja, werde ich auf jeden Fall austesten und wird demnächst dann auch, also Freitag, also wenn ihr das Video seht, heute, in meiner Dusche stehen. Es war eine gute Entscheidung, die Barbour-Box sich zu holen, Leute. Und wenn du es nicht geschafft hast, dann denk dran, du kannst die hier gewinnen. Barbour Cleansing Hy-Oil. H-Y-Oil. Das steht da, kann ich nichts für, ne? Phytoaktiv Hydro Base. Mhm. Barbour hat die natürlichen Reinigungskräfte von Wasser und Öl miteinander verbunden und eine auf dem Kosmetikmarkt revolutionäre Zweiphasentiefenreinigung entwickelt. Das Hydrophile, also wasserliebende, ne, es gibt ja Hydrophil und Hydrophob. Hydrophil ist wasserliebend und Hydrophob ist wasserhassend. Reinigungsöl Hy-Oil kombiniert rein natürliche Öle aus Soja, Sesam und Erdnuss mit dem die Reinigungswirkung unterstützenden Kilaya-Extrakt, ja, Leute, das ist echt schwer auszusprechen. Hy-Oil wird zusammen mit dem auf den individuellen Hauttyp abgestimmten Pflegezusatz Phytoactive angewendet und entfernt sowohl Öl als auch wasserlösliche Verunreinigungen gründlich und schonend. Das Ergebnis: sichtbar reine und zarte Haut ohne Spannungsgefühl. Okay, also ist das dann auch quasi ein Make-up-Entferner? Hätte ich jetzt einfach mal vermutet, so, ne, von dem, wie es halt so vermuten lässt. Ach. Nee, das sind zwei Produkte hier drin, Leute. Warte. Genau. Einmal das Cleansing Hy-Oil und Cleansing Phytoactive Hydro Base. Das heißt, du nimmst erst dieses Öl, um dir dein Make-up zu entfernen und auch vor allem das wasserfeste Augen-Make-up. Und dann nimmst du wieder dieses Öl, um deine Haut dann quasi nochmal entsprechend zu pflegen, zu reinigen. Ja. Finde ich aber cool und ja, das wird auch auf jeden Fall demnächst mal getestet. Mein Reinigungsprodukt geht auch bald leer. Echt geil, ich kann jetzt bald fast alles, was hier in der Box ist, ich muss ja noch gucken, was weiterhin so drin ist, in mein Badezimmer verfrachten und benutzen. Mega geil. Das heißt, ich kann euch dann auch im Aufgebraucht-Video demnächst mal eine umfassende Review dazu abgeben. Mega. Voll gut. Das gefällt mir. Dass da einfach zwei Produkte drin sind, ne? Sehr gut. Deswegen, nein. Weiß ich auch nicht. Deswegen war auch hinten alles so merkwürdig, dass ich das nicht richtig gerafft habe. Sehr schön. Was wäre eine Barbour-Box ohne Ampullen? Ich habe mittlerweile relativ viele Barbour-Ampullen, die ich echt mal verwenden muss, Leute. Refine Cellular Glow Booster B-Phase Ampulse. Glow Booster Ampullen mit B-Phase, also quasi zwei Phasen-Ampullen, die du wahrscheinlich vorher schütteln musst. Und for all types of tired or dull skin. Also für alle Arten von müder und schlaffer Haut. Und das soll einen
ein ebenmäßiges Hautbild verschaffen und einen jugendlichen Glanz, Leute. So sehen sieht das hier übrigens aus, das Produktgedöns. Ne? Die erste Barbour B-Face Ampulle mit speziell entwickelter Zweiphasentextur kombiniert die konzentrierte Wirkstoffpower eines Serums mit der pflegenden Kraft pflanzlicher Öle. Kurze Schütteln verbindet die Phasen und erzeugt eine effektive Serum-Öl-Mixtur. Zieht schnell ein und erzeugt ein besonders samtiges Hautgefühl ohne Fettglanze. Das wollen wir mal schauen. Erweckt jede Haut zum Strahlen. Mit Vitamin C, sehr gut. Extrakten aus Sandhorn, mag ich nicht so gerne vom Geruch. Und der Bistrota-Wurzel, kenne ich nicht. Sowie Vitamin E. Vitamin E ist auch gut. Bistrota-Wurzel optimiert den Hautton und die Beschaffenheit der Hautoberfläche. Ergebnis: fühlbar glattere Haut, voller jugendlicher Leuchtkraft und Ausstrahlung. Wird getestet und ja, die muss ich jetzt ja nicht auspacken. Ne? Das sind jetzt hier so Ampullen. Ich glaube, das sind 3 Stück drin, wenn man jetzt die, ja, drei Ampullen sind da drin. Ich glaube, die werde ich auch diesen Monat mal verwenden. Dann kann ich euch auch im Aufgebrauch dazu mehr erzählen. Ach komm, dann hole ich jetzt mal die Ampullen raus und gucken wir mal, wie das dann in echt aussieht, denn die Produktbilder weichen ja doch manchmal ein bisschen ab. Ne? Spannung steigt. Dann kann man das hier so öffnen. Moment. Und hat dann hier die 3 Ampullen drin. Und diese Ampulle sieht ein bisschen anders aus, weil die einen extra Abbrecher mit dran hat, damit du dir das Glas nicht überall hin verteilst. Das finde ich ja auch super. Und hier sieht man auch wundervoll die 2 Ampullen. Man sagt ja immer, Fett schwimmt oben. Das sieht man hier auch ganz gut. Ne? Also die ölige Phase ist dann oben und die Pflegephase ist dann unten. Und dann schüttelt man das und dann wird das alles wundervoll. Mensch! Ja, also bislang, alle Produkte werden jetzt gleich direkt ins Badezimmer wandern. Das freut mich. Mega. Das nächste Produkt, was ich hier drin habe, ist ein Pinsel. Okay, den gucken wir uns genauer an. Das ist so ein flacher Pinsel, den man auch wundervoll zum Concealer auftragen verwenden kann. Oder, Leute, ich verwende solche Pinsel ja nicht wirklich zum Foundation oder zum Concealer auftragen. Oh, der fühlt sich so schön an, ne? Den würde ich gerne verwenden. Aber das ist auch ein perfekter Maskenpinsel. Oh, wow, damit kannst du doch bestimmt mega gut deine Masken auftragen. Und dafür sagt die Stimme, ne? Und der Pinsel fühlt sich so weich an. Ich meine, ne, eine Kamera kann ein Gefühl nicht rüberbringen, aber ich will gar nicht aufhören. Das ist so schön. Ist es echt hart? Nö, das sind Synthetikhärchen, aber das finde ich nicht, also, ne, echt Haar hätte ich jetzt auch nicht. Ich habe, glaube ich, gar keine echt Haarpinsel. Ich habe keine Ahnung, wie sich echt Haarpinsel anfühlen. Der fühlt sich auf jeden Fall gut an. Ich glaube, das war auch einer der Sneak Peeks, dieser Pinsel, ja. Und schon sind wir am Boden der Box angelangt. Übrigens, kurz nochmal vorab, ne, also, das ist einfach auch, dieses Krüffelpapier ist auch einfach grün. Also es ist sehr, 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 sehr stimmig. Sehr schön abgestimmt. Das gefällt mir gut. Und zwar habe ich hier als letztes Produkt drin die Ultra Definition Mascara. Die werde ich demnächst mal mit euch zusammen testen. Das finde ich cool. Volumen Mascara für dichte, perfekt getrennte Wimpern. Volumen ist immer großartig. Und Mascara und ich, wir sind große Freunde. Ich teste mich ja gerne durch und ich liebe es, neue Mascaren auszutesten. Guckt euch an, wie wundervoll die aussieht. Also allein die Verpackung, ne, ist so eine Chromoptik. Sieht ähnlich aus wie halt auch der Lippenstift, der auch in der letzten Barbour-Box mit drin war. Der übrigens einen ähnlichen Ton hat wie der, den ich heute drauf habe. Ein Gummibürstchen hier, bitte. Oh, die riecht süß. Die riecht sehr angenehm. Also ich glaube, damit kannst du wirklich schön Volumen in deine Wimpern reinbringen. Wow, das freut mich. Das finde ich cool, das wird mir Spaß machen und ich bin wirklich gespannt, ob der Wert wirklich 110 Euro ist. Ich blende dir hier mal ein, aber ich sag mal ja, das waren schon sehr hochpreisige Produkte hier drin, ne? War schon ziemlich geil. Muss ich sagen, hat mir gefallen. Also ja, ich habe ja noch eine, die verlose ich in diesem Video, denk dran. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben mal meine Playlist zu den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich mega drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!